meine werten Zuschauer, ich zeige euch heute mal ein paar Münzen und Banknoten aus dem Kaiserreich und aus der Zeit der Inflation. Zuerst zeige ich euch die Sicherheitsmerkmale. Es gibt viele dieser 5-Mark-Stücken, 3-Mark-Stücken und 2-Mark-Stücken, die gefälscht sind. Ich habe jetzt keinen dabei. Bei den 3 Mark und 5 Mark ist es leicht. Dort sieht man am Rand den Gott mit uns. Ebenfalls bei den 3-Mark-Stücken. Das lässt sich hier in diesem Video nicht so gut widerspiegeln. Dann gibt es noch bei den 2, also falsche erkennt man bei den 3 und 5 Mark mit einen Rand wie bei dieser Münze. Geriffelte. Aber die 2-Mark-Stücken sind echt. Bei denen ist das normal, dieser geriffelte Rand. Hier als Modell vom Befreiungskrieg. Ja, besonders gesucht sind kleine Staaten wie Reuß ältere Linie, Oldenburg, kleine Fürstentümer, Kleinherzogtümer und auch die freien Hansestädte wie hier ein Exemplar von Hamburg. Hamburg ist einer der Städte, die am meisten geprägt haben, der freien Städten. Dann ist da noch Bremen, die auch, die zwar die etwas mehr geprägt haben, aber auch nicht gerade so viel wie Lübeck. Lübeck ist die mit den wenigsten Prägezahlen der freien Hansestädten. Was auch sehr gesucht sind schöne 5-Mark-Stücken, wie hier dieses Exemplar von Otto von Bayern als 5 Mark. Bei denen muss man darauf achten, auf die Erhaltung. Hier haben wir eins in der Erhaltung vorzüglich. Genauso wie dieses 3-Mark-Stück. Ebenfalls in vorzüglich, wie fast alle hier, bis auf die 3-Mark-Stücken. Dann gibt es noch die, von denen die meisten geprägt worden sind. Das Königreich Preußen. Wichtig ist bei diesen Münzen, dass sie Patina haben. Patina spiegelt Gutheit und unbearbeitet, also bei, dass sie unbearbeitet wurden. Unbearbeitete Münzen bringen mehr Geld als bearbeitete und behalten meistens ihr Wert und steigern auch. Was nicht heißt, dass diese ebenfalls sauber gemachten Münzen weniger Wert haben. Es sind schließlich teils Raritäten, die nicht jedes Haus hat. Hier zeige ich Ihnen gerade eine Sonderprägung von 1901. 200 Jahre Preußen. Ein weiteres Sondermünzstück ist dieses, was ich Ihnen jetzt zeige. Ein 3-Mark-Stück von den Befreiungskriegen mit der bekannten Schrift „Der König rief und alle kamen“. Auf der Rückseite zeige ich Ihnen jetzt mal zum Vergleich mit einem anderen 3-Mark-Stück aus Preußen die Rückseite. Hier die normale. Und hier der Befreiungskrieg. Hier wurde ein spezielles Muster gemacht, eine schöne Prägung, die der Adler, der eine Schlange gefangen hat. Diese Münzen sind relativ selten. Also nicht selten, sondern sind auch sehr gesucht.
Der Handlungswert ist trotzdem nicht gerade hoch. Dadurch, dass es viele noch davon gibt. Deutlich beliebter sind die aus Bayern und den freien Hansestädten. Ja, es gibt das sinnlose bzw. viel zu oft geprägte Inflationsgeld. Wie hier dieser 20.000 Markschein. Oder hier dieser 5 Millionen Markschein. Obwohl es bei ihnen etwas Besonderes ist, dadurch, dass er drei Nullen hat an der Vorderseite. Das macht diesen Banknote etwas besonderer für die Banknotensammler. Es gibt aber auch viele Sonderbanknoten, die nicht aus der Inflationszeit sind, trotzdem ihren schönen Wert erzielen können. Zum Beispiel diese kleine Notbanknote, die meistens Notgeld sind. Oder diese hier. Diese bringen halt ihren speziellen Wert. Oder hier ein weiteres Teil. Diese haben meistens einen Nennwert von 50 Pfennig oder weniger oder mehr. Deutlich beliebter statt dieser größeren 200.000 oder paar Millionen sind hier diese Städtenotgeld, zum Beispiel 50 Millionen Mark. Aus der Städtenotkasse Kaiserslautern. Dann gibt es noch 100 Millionen Mark, die auch etwas beliebter sind und seltener sind von ihrer Druckzahl. Bei ihnen ist diese Erhaltung viel besser. Ja, ich hoffe, euch hat dieses heutige Video gefallen. Ihr könnt ja gerne bei dem nächsten Video wieder reinschauen. Bis bald.